Wo könnte sie denn sein? Sovereign-Fragment. Die Reaper. Hoffentlich finden wir Anne vor ihnen. Datenpad. Gibt es in Anne Brysons Berufsleben Hinweise darauf, wo sie sein könnte? Nichts Relevantes. Da vielleicht? Könnte es sein, dass Projekt Scarabeus etwas mit Element Zero zu tun hat? Unwahrscheinlich. Der Projektausrüstungsschrank ist vielversprechender. Moment kurz. Ah, okay. PDA. Einsatztruppe Aurora. Aktuelle Reiseanforderungen: Projekt Basilisk. Teamleiter Gano Alex. Transportmittel MSV Kirkwall. Kirkwall. Ah, eine nette Referenz zu Dragon Age. Projekt Scarabeus. Teamleiterin Bryson Ann. Transportmittel MSV Icarus. Ann Bryson war auf einem Schiff namens Icarus. Können Sie seine Bewegungen verfolgen? Nein. Die Reaper stören alle zivilen Kombaken. Aber vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir die Spezifikationen des Schiffs kennen. Hier sind Spezifikationen für mehrere Schiffe. Wir brauchen die Icarus. Die Icarus? Da ist sie doch. Die Icarus. Und weiter geht's. Das Schiff hat verbesserte Zellen zur elektrostatischen Entladung, wie man sie bei langen ÜLG-Flügen einsetzt. Also sind sie über ein Massenportal zum Pylosnebel gesprungen und dann in ein anderes System weitergeflogen. Ja, denn sonst hätten sie ein günstigeres Schiff gechartert. Okay, dann können wir das Portalsystem ausschließen. Okay, ja. Schubidubidubidu. Verbrechen mit Blackout. Was ist mit der kriminellen Aktivität im Pylosnebel? Da das Gebiet zur Attika-Traverse gehört, sind die Berichte bestenfalls unzuverlässig. Ah, die macht's mir aber echt nicht leicht, die Edi hier. Es tut mir leid, aber das ist so ein kleiner Zwang. PDA. Zugangskarte, was die wohl öffnet? Den Ausrüstungsschrank. Den Daten zufolge wurde er zuletzt von Anne Bryson benutzt, um Ausrüstung für das Projekt Scarabeus zu erhalten. Den Ausrüstungsschrank? Brysons Assistent, Hadley. Gibt's was Neues über seinen Zustand? Er ist im Wachkoma. Die Ärzte glauben, der Status ist permanent. Aber die Bergarbeiter haben sich nach der Zerstörung des Artefakts erholt. Hadley verlor das Bewusstsein, als er ihre Fragen über Leviathan beantworten wollte. Es könnte der absichtliche Versuch gewesen sein, ihn dauerhaft zum Schweigen zu bringen. Proteaner-Artefakt. Wir haben vorhin Proteaner-Daten gefunden. Gibt es Ruinen im Pylosnebel? Keine proteanischen. Madame, du machst es mir aber auch echt nicht einfach. Wollen doch mal sehen, was Anne Bryson für das Projekt Scarabeus angefordert hat. So. Keine Atemmasken. Wasseraufbereitungsgerät? Basierend auf dem, was Anne Bryson angefordert hat und was nicht, war die Ausgrabungsstätte trocken, aber bewohnbar. Geben Sie mir einen Filter für Systeme mit kompatiblen Planeten. So. Waffen-Upgrade erhalten. Sturmgewehr Universalklinge. Haben wir noch was? Kreaturensichtung. Irgendeine Verbindung zwischen Projekt Scarabeus und diesen unerklärten Kreaturensichtungen? Außer Leviathan selbst? Nicht. Bam 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 bam. Irgendwas hier? Ich glaube nicht. Ich guck trotzdem nochmal. Ja. Schauen wir mal. Aufgrund der Suchdaten muss es eins von diesen beiden Systemen sein. Zufolge bleibt nur ein System als Möglichkeit übrig. Gut, holen wir Anne Bryson. So, Lokalisierung abgeschlossen.
Was ist das? Ist das einfach nur ein Schädel von so einem Husk? Ich glaube ja. Das läuft doch alles glatt. So allglatt. Jawohl. Oh, ich sag es euch. So. Auf zum Irgendwas-Nebel. Massenportalsprung dahin. Phylos-Nebel. Und auf geht's. Piu piu. Signal bestätigt. So, Scanner starten. Ich bete darum. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl. Oh. Ausweichen erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. So. Ich habe etwas gefunden. Einfach mal landen. Namakli. Ja, ich denke mal, der sieht wirklich trocken aus. Namakli ist ein trockener, aber bewohnbarer Planet, der kurzzeitig von der Pyrena Corporation, einem Konsortium aus Asari-Kolonisten und gesellschaftlich eingegliederten Watcher-Arbeitern kolonisiert war. In einem wirtschaftlichen Abschwung verließen jedoch viele Asari den Planeten und die Watcher-Population wuchs bis zu einem Punkt, an dem sie sich schneller vermehrten, als sie ausgebildet werden konnten. Sie wurden schon bald gewalttätig und unkontrollierbar, bis sich die Kolonien quasi selbst zerstörten. Heute ist Namakli eine Ödnis mit geringer Population, in der sich Watcher-Meuten über die Wüsten verstreuen. Die häufigen Zusammenstöße zwischen Siedlern und diesen Meuten sorgen dafür, dass nur geringes Interesse an einer Neukolonisierung besteht. Der Mangel an komplexer Flora und Fauna sowie die Knappheit an profitablen Metallen waren die letzten sprichwörtlichen Nägel in Namaklis Sarg. In den vergangenen Jahren ist niemand auf den Plan getreten, der über den Willen, die finanziellen Mittel oder die Feuerkraft verfügte, um eine dauerhafte Kolonie zu gründen. So, schauen wir doch mal. Namakli. Namakli. So. Feuerfrei. Suche erfolgreich. Auf den Scans sind einige abgeschirmte Habitate sowie eine aktive Energiequelle zu sehen. Zur Bestätigung ist eine genauere Untersuchung erforderlich. Wir haben Anne Brysons Ausgrabungsstätte lokalisiert. Dann landen wir da mal. Ja. Mal ein bisschen strecken und recken. Warum nicht? Unsere zwei Schlauköpfinnen. Was hast du denn da? Alles auf voll. Tempest ist voll. Ist voll. Supi. Ich hab nichts. Liara. Mach mir mal die Warp-Munition. Erhöht Gesundheits- und Panzerschaden um 7,5%. Erhöht Barriereschaden um 15%. Hat eine Warp-Munition mit 50% Aktivität. Komm, ist er. Für 50% haben oder nicht haben, ja? Das ist hier die Frage. Oh, Tali. Was haben wir hier? Sabotage. Sabotieren Sie Waffen und hacken Sie synthetische Wesen. Das könnte gegen die Reaper ganz geil sein. Erhöht Kraftdauer um 50%. Wenn Feindeswaffen überhitzen, wird der erlittene Schaden um 30% erhöht. Machen wir das so. Das könnte gerade gegen die Reaper ganz geil werden.
Denke ich mir mal. Ich weiß es nicht. Also wird die Stätte vielleicht angegriffen. Weitere Informationen? Richtig. Edi, können Sie uns mehr sagen? Das ist das Hauptlager einer Reihe von Ausgrabungsstätten, die Dr. Garrett Bryson eingerichtet hat. Die Leitung des Projekts hat seine Tochter Anne. Sie hat vor kurzem ein weiteres Artefakt mit möglichem Bezug zu Leviathan entdeckt. Diese Entdeckung muss die Stätte zu einem Ziel gemacht haben. Okay. Wir sind ganz knapp hinterher. Ja. Der Angriff bedeutet, dass die Reaper uns einen Schritt voraus sind. Wir müssen uns beeilen. Und da Brysons Tochter unsere einzige Spur ist, haben wir ein klares Ziel. Cortez? Bislang nichts, Commander. Wenn sie da unten ist, hat sie auf unsere Funksprüche nicht geantwortet. Aber ich empfange seltsame Signale. Moment. Das Artefakt, das sie entdeckt hat, könnte Probleme gemacht haben. Wer weiß, was wir finden werden. Okay, bringen Sie uns näher ran. Verstanden. Immerhin ist Liara unsere kleine Artefakt-Kennerin, ja? Und die kennt sich ja schon mit Proteane-Artefakten aus. Hier sind Feinde! Bringen Sie uns rein. Commander, auf der Landeplattform! Das ist sie! Achtung, Schatten! Hier spricht Dr. Anne Bryson. Wir werden angegriffen! Okay, dann mehrere Feinde registriert! Bringen Sie uns rüber! Negativ, zu heiß! Fliege untere Plattform an! Festhalten! Jetzt! Los! Springen! Oh oh! Jetzt geht's los! Entdeckung! Oh! Das ist keine Ausgrabungsstätte, das ist ein Kriegsgebiet! Bewegung! Sie ist irgendwo über uns! Guckt euch mal an, wie viele von diesen Viechern hier sind! Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin Commander Shepard von der Allianz der Gegend. Es ist gefährlich. Wir kommen zu Ihnen. Boah. Okay. Nehmen Sie den Fahrstuhl auf der anderen Seite. Verstanden. Jesus. Wir sind unterwegs. Was ist denn da unten? Interessantes. Ich glaube nicht. Hep, hep, hep. Oh. Könnt ihr mal aufhören, hier rumzuballern? Oh. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl. Liebe Freunde. Verschwinde! Hier entlang. Oh oh. So. Tja. Commander, Sie sind überall hier oben. Könnte sich irgendwo verstecken. Tun Sie das und bleiben Sie dann dort. Was haben wir hier? Wieso gibt es hier multiple Wege, wenn die mir überhaupt nichts bringen? Oh. Oh. Hallöchen. Mein kleiner Fleischklops. Ja, da gab's echt nichts zu holen. Suchen wir einen anderen Weg. Diese Viecher, ne? Hochgeschwindigkeitslauf Nummer 3. Ein anderer Weg. Ah, okay. Komm. Na, jetzt aber. Oh. Ach, komm. Hoppa. Das da drüben sieht aus wie eine Brücke. Ah, da ist sie. Rückensteuerung. Was zum Teufel? Haben hier Urmenschen gewohnt? Steuerung funktioniert.
funktioniert nicht. Jemand muss sie reparieren. Schon dabei. Kurzschluss in den Drähten. Dauert einen Moment, das zu reparieren. Lass dir Zeit. Wir haben Zeit. Nein!